So, ich habe jetzt eine Quetschkante von 1,55 mm gemessen. Das ist natürlich viel zu viel für diesen Zylinder. Der Grund dafür ist einfach, weil ich ihn ja mit einer dickeren Fußdichtung hochgesetzt habe, um auf die Steuerzeiten zu kommen. Ich wollte diesmal nicht porten, denn der Motor soll mal eine richtig gute Standzeit wieder haben. Also ich möchte am besten wieder 10 Jahre damit fahren. Mal schauen. Und deswegen habe ich ihn mit einer dickeren Fußdichtung hochgesetzt. Und dementsprechend muss ich jetzt eben den Kopf abdrehen lassen, um wieder auf die angestrebte Quetschkante zu kommen. So, ich schicke den Kopf weg und für euch geht es dann gleich im Video weiter. Für mich erst in ein paar Tagen. So, der Kopf ist wieder zurück, schön abgedreht, wunderschön. Und jetzt schauen wir mal, auf was für eine Quetschkante wir jetzt kommen. Ich hoffe, es passt, weil sonst muss ich das Ding wieder wegschicken und erneut probieren. Wir werden sehen. So, das ist auf jeden Fall schon mal einiges weniger. Und wie viel genau, werden wir gleich rausmessen. Okay, wir haben eine Quetschkante von 0,65 mm. Ich wollte eigentlich auf 0,60 rauskommen. Aber okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich schicke den Kopf jetzt nicht nochmal wegen 0,05 mm weg. Wir werden schauen, wie er performt. So, nach dem Zylinder machen wir jetzt am Getriebe weiter. Ich hoffe, dass da wirklich jetzt kein schlimmer Schaden ist. Wir werden es gleich sehen. Jetzt lassen wir mal erst das Öl ab. So, das Öl schaut eigentlich noch sehr gut aus. Ja, schaut ganz gut aus. Hoffentlich haben wir keine Metallpartikel drin. Und hoffentlich hat es mir nicht diesen schönen Getriebedeckel zerlegt. Das war schon sehr ärgerlich. Ich mache jetzt gleich das ganze Getriebe neu. Das heißt, Simmerringe und alle Lager. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Okay. Das Öl ist leer. Machen wir gleich wieder die Schraube rein. So, zum Glück ist der Dichtring heil geblieben. Das wäre nämlich fatal. Den kriegt man nicht mehr so leicht. So, gut. Hier schaut zum Glück alles gut aus. Auch im Inneren des Getriebes schaut es gut aus. Ich hatte jetzt wirklich die Befürchtung, dass ich mir irgendwo einen Schaden gefahren bin. Aber zum Glück nicht. Der wird jetzt vernünftig sauber gemacht. Neue Lager und Simmerringe habe ich. So, dann bauen wir mal das ganze Zeug hier aus und gucken es uns genau an.
man merkt, da ist auf jeden Fall etwas Metallabrieb im Öl. Das ist nicht gut, also ich muss wirklich gründlich sauber machen und auch wirklich beide Lager neu machen, weil da könnte ja auch Metallabrieb drin sein. So, das Lager ist draußen. Das dreht sich echt gar nicht mehr. Oh Mann. Hätte ich nur mal früher nachgeschaut. So, und jetzt holen wir die zwei alten Lager raus, damit wir vernünftig sauber machen können. Und dann setzen wir die neuen Lager schon wieder ein. So, die Lager sind draußen. Hier sind sie. Noch etwas heiß. Wie man sieht, die Qualme noch. Diese Lager ausbauen ist echt immer ganz schön anstrengend. Aber jetzt habe ich sie endlich draußen. Jetzt mache ich vernünftig sauber und dann nutze ich auch gleich die Chance, wenn der Block schon heiß ist, und mache die neuen wieder rein. So, jetzt können wir das Getriebe wieder reinmachen. Ich musste leider eine neue Welle kaufen, denn die alte war in dem Bereich hier abgefräst, weil ja das Lager blockiert hat. Sehr ärgerlich, aber gut. Ich habe ja genug solche Wellen da. Ich sollte natürlich erst die einsetzen. Dann natürlich unsere zwei Unterlegscheiben nicht vergessen. So, dann ist das soweit fertig. Ich muss aber vorher noch den Getriebedeckel vernünftig sauber machen. Da lasse ich das Lager jetzt erstmal drin. Da brauche ich nämlich eine andere Größe. Die muss ich mir erst besorgen. Und auch der Simmering ist ein spezieller. Wenn, dann machen wir es lieber gescheit. So, es ist jetzt ein paar Tage später. Das Lager habe ich jetzt doch gewechselt. Da habe ich mich geirrt. Sorry für die Falschinfo. Das Lager ist doch gleich mit dem Originalen. Das habe ich jetzt gewechselt. Den Simmering musste ich allerdings lassen. Er ist zwar von der Größe her so wie der Originale, aber das hier ist einer aus so einem speziellen Material, der, wie soll ich sagen, beständiger ist. Weil es gibt hier doch ziemliche Hitzeentwicklung immer beim Wandler und scheinbar haben die da einen besseren reingemacht. Natürlich ist er nicht lieferbar. Ich habe jetzt den alten drin gelassen, aber zumindest habe ich das Lager schon mal getauscht. Den Simmering kann man ja im Nachhinein mal noch tauschen. Denn wer weiß, wann der wieder lieferbar ist und ich habe jetzt keine Lust, zu lange zu warten. Also würde ich sagen, rein damit.
So, das Getriebe ist fertig. Dann können wir schon mal den Antrieb wieder fertig montieren. Thank you.